Es ist Freitag und Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Es geht los. Schulstart mit Maskenpflicht und Abstandsgebot. Eingestellt. Neue Azubis bei der Sparkasse. Und endlich Urlaub. Wie geht's dem Tourismus in der Havelstadt? Und damit herzlich willkommen zum SKB-Journal. Brandenburgs Bildungsministerin Britta Ernst erläuterte am Donnerstag in einer Pressekonferenz die neuen Regelungen zum Schulstart. Nach rund 4 Monaten Auszeit bzw. reduziertem Unterrichtsangeboten gehe es nun wieder mit dem Normalbetrieb los. Und dafür gibt es einige Regeln. Bei Fieber, trockenem Husten, Halsschmerzen und ähnlichen Erscheinungen müssen die Schüler zu Hause bleiben, dann soll ein Covid-19-Test erfolgen. In der Schule soll ausgiebig gelüftet werden, Abstände müssen gewahrt werden und wenn möglich soll es eine Einbahnstraßenregelung geben. Schlussendlich herrscht auch in Schulen Maskenpflicht, in Gängen und Treppenhäusern müssen Masken getragen werden, jedoch nicht in Klassenräumen und auf dem Schulhof. Für 50 junge Menschen aus der Region begann am Montag die Ausbildung bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse. 40 davon absolvieren eine klassische Bankausbildung, 10 streben den Abschluss Bachelor of Arts an. Mehrere der jungen Leute arbeiten auch in der Havelstadt. Mit stets über 100 Auszubildenden gilt die MBS als einer der größten Ausbildungsbetriebe im Land Brandenburg. Eine Besonderheit, erstmalig wurden die jungen Leute Corona-bedingt dieses Jahr zu Bewerbungsgesprächen eingeladen, die per Videokonferenz stattfanden. Was macht eigentlich der Tourismus in Brandenburg an der Havel? Kann auch unsere Region vom notgedrungenen Trend, Urlaub in der Heimat zu machen, profitieren? Und wenn ja, wer sind die Gewinner und Verlierer? Und welche besonderen Herausforderungen muss der Tourismusstandort Havelstadt und Umgebung meistern? Stadtmarketing-Geschäftsführer Thomas Krüger stellte sich unseren Fragen. Wir haben mit dem Lockdown hier in der Stadt natürlich einen riesen Schreck gehabt, wie überall. Aber insbesondere stellten wir fest, die Hotels sind komplett leer, Übernachtung, Ferienwohnungen sind komplett leer. Und nichtsdestotrotz haben wir Gas gegeben, an der Stelle, als klar war, man kann eigentlich nur in Deutschland Urlaub machen. Und das war dann vom März, April, Mai an eine große Aktion, die wir auch, sagen wir mal, Social Media mäßig gefahren haben, die wir über Berichte in Tageszeitungen gefahren haben, dass man Urlaub hier in Deutschland macht, dass man Urlaub hier in der Seenlandschaft von Brandenburg an der Havel macht. Und wir haben mit Beginn der Sommerferien hier eine Hausnummer an touristischen Gästen, wo die Anbieter sagen, es ist besser als im Vorjahr. Es ist teilweise sogar besser als zu Buga-Zeiten. Also wir freuen uns sehr, dass die touristischen Gäste Brandenburg an der Havel in einer Größenordnung entdeckt haben, mit der wir so nicht gerechnet haben. Sehr deutlich zu spüren, dass die Leute auch mehr Geld ausgeben. Das heißt, wer früher mal eine Fernreise gemacht hat in den vorherigen Jahren, hat einfach ein anderes Budget dafür geplant. Und wir stellen fest, dass dieses Budget bei uns dann auch, sag mal, gerne hier ausgegeben wird. Freuen wir uns sehr. Weniger das Kulturthema, weshalb wir angesteuert werden, sondern dieses Erlebnis auf dem Wasser. Das merken wir einfach. 2 Drittel der Anfragen gehen deutlich in diese Richtung. Und deshalb sehen wir im Prinzip alle als Gewinner bei uns, auch wenn ich nicht voll auslasten kann. Aber wer sein Geschäft richtig macht, der profitiert jetzt auch davon. Wo also früher ein Bus beispielsweise vollständig mit Personen gefüllt war oder Schiffe vollständig mit Personen gefüllt waren, die dicht aneinander sitzen, da haben wir heute teilweise dann halt nur halbe Gästezahlen mit. Wenn ich also ein Busunternehmen habe, was eine Rundfahrt macht, da sitzen 25 Personen im Bus, das tut wirtschaftlich weh, wenn ich den nicht auslasten kann. Aber auf der anderen Seite stellen wir fest, dass die Stadt Brandenburg an der Havel sehr vom Individualtourismus, also von Fahrradfahrern, die aus dem Schwarzwald aufbrechen, mit der Bahn bis nach Hamburg fahren, in Hamburg
Hamburg, ihr Fahrrad rausholen, meistens E-Bike, ältere Herrschaften sogar, und die dann eine schöne Tour nach Berlin machen und von Berlin aus wieder zurück. Da wir von diesen Individualtouristen sehr profitieren, die dann wiederum Gastronomien befördern, sind wir da sehr glücklich drüber und sehen uns doch an vorderer Stelle, dass wir sagen können, die meisten Anbieter profitieren davon. Sind bei uns sehr nachgefragt, wenn wir in unseren internen freien Zahlen gucken. Wir finden zurzeit wirklich nichts. Wir bitten freundlich, sage ich mal drum, dass man uns bitte vormittags mit das anruft, dann können wir noch ein freies Ferienzimmer, eine freie Ferienwohnung finden. In den Hotels ist es wiederum so die Situation, dass der komplette Mais, also das Messegeschäft komplett weggebrochen ist, Veranstaltungen komplett weggebrochen sind, Tagungen komplett weggebrochen sind. Das merken die Hotels nachhaltig, und ich denke, da ist auch weiterhin Hilfe des Staates notwendig, dass wir dort eben nachhelfen, um eben auch die Zukunft zu sichern beim Tourismus. Welle mit einem Lockdown wäre eine Katastrophe. Die ist für ganz Deutschland eine Katastrophe, aber auch gerade für die Brandenburger Unternehmen. Der Tourismus ist noch nicht so alt hier. Wir haben also in den 2000ern angefangen, Anfang der 2000er, den Tourismus überhaupt richtig zu aktivieren, zu vermarkten. Und es ist zum Beispiel anders als in Tirol, wohl einfach, sag mal, ein ganz anderer Background, eine ganz andere Geschichte da ist, eine ganz andere Bekanntheit da ist. Wir sind jetzt gerade dabei, richtig bekannt zu werden in Deutschland. Wir sind über diese Aktion mit dem Landesmarketing Deutsches Seenland, kommen wir immer mehr in die Köpfe. Der Nordrhein-Westfalen-Rhein traditionell, weil Partnerland, aber wir kommen dann auch in die Niedersachsen, Hamburg traditionell, Sachsen und Thüringen. Wir sind froh, das muss man immer wieder sagen, wir sind froh, dass es jetzt wenigstens so ist, wie es ist, dass es genehmigt ist, dass Schifffahrten stattfinden dürfen, dass Hotels, dass Ferienhäuser besucht werden dürfen. Man muss da nicht undankbar sein, denn wir stehen wirklich mitten in so einer Pandemie. Man vergisst das ja manchmal, wenn man null Fälle hat. Und aus dem Grunde sind wir in Brandenburg an der Havel, denke ich mir, sehr gut dran und auch gut aufgestellt. Ja, damit sind wir schon fast am Ende unserer Sendung angekommen. Bevor wir Sie aber ins Wochenende entlassen können, gibt es noch den SKB-3-Tagestrend. Und so viel sei gesagt, das Wochenende wird sehr sommerlich. Hier sind die Aussichten. Am Samstag erwarten den Havelstädter bis zu 35 Grad und Sonne pur. Am Sonntag kaum anders, bis zu 34 Grad und auch hier Sonne pur den ganzen Tag. Am Montag fallen die Temperaturen etwas ab, maximal nur 32 Grad. Aber auch hier wieder Sonne pur den ganzen Tag. So, liebe Zuschauer, das war es jetzt auch mit dem SKB-Journal für diese Woche. Sie können jetzt ins Wochenende gehen und die Sonne genießen. Ich wünsche Ihnen dabei viel Spaß. Haben Sie ein schönes Wochenende. Tschüss, machen Sie es gut.